Moin, moin, Hamburg! Hamburg, Stadt und Land! Vorsichtig und langsam fahren, ja. Langsamer als sonst, wobei darüber haben wir uns ja schon häufiger unterhalten. Und zwar gibt es ja Bereiche, wo sowas absolut Sinn macht, dass Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Vor Schulen, vor Altenheimen, Kindergärten, Krankenhäusern meinetwegen, ne, wo es auch um Lärmschutz geht. Aber es gibt auch so gewisse Bereiche, da fühlt man sich als Autofahrer doch so ein bisschen eher abgezockt. Genau, da sind wir in Hamburg Spezialisten für. Also ich bin total dafür, das auch vernünftig zu kontrollieren. Wobei man sagen muss, und das weiß ich wiederum von jemand in der Innenbehörde, vor Schulen und so verdienen die gar kein Geld. Nee? Nee, weil die meisten Leute fahren halt vernünftig vor Schulen, okay. Kindergärten und Altenheimen und sowas alles. Deswegen, da wird nicht richtig verdient. Verdient wird auf zum Beispiel vierspurigen Ausfallstraßen. Ja. Nehmen wir die Berner Chaussee nach der Ampel in Farmsen. Ne? Da steht er gerne, der verdient richtig. Weißt du, was eigentlich unser Ziel sein müsste, Boris? Wir müssten uns eigentlich ein Lastenbike oder ein Lasten-E-Bike sogar organisieren. Ja. Dann verhandeln wir noch, wer fährt und wer vorne drin sitzt. Ja. Und dann müssten wir eigentlich voll durch den Blitzer kajolen und hoffen, dass wir die 30 irgendwo knacken in der 30er-Zone und geblitzt werden mit einem E-Bike. Ich finde, wir sollten das gleich mit der politischen Botschaft verbinden. Ja. Und zwar, wir besorgen uns aus Botswana einen Elefanten. Da sind jetzt gerade 20.000 Elefanten. Dann darfst du aber fahren, wenn der vorne drin sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, liebe Zuschauer. Übrigens, hallo liebe Zuschauer in Hamburg, in Berlin und in ganz Deutschland. Es ist so, dass die Bundesregierung in erster Linie im eigenen Land wenig bis nichts auf die Reihe kriegt, aber im Ausland gerne andere Leute maßregelt. Und das haben sie jetzt gerade wieder erfolgreich getan zum Schutze der Elefanten. In Botswana eigentlich? In Botswana. Ja. Und Botswana ist jetzt blöderweise das Land, das man am wenigsten ermahnen sollte, denn Botswana ist das Land, was eine Überbevölkerung, Überpopulation an Elefanten hat. Und zwar, die haben so viele Elefanten, dass sie schon an die Nachbarländer Elefanten abgeben. Ja. Die Elefanten sind in Botswana zu einer Plage geworden zeitweilig, nämlich deswegen, weil sie alles niedertrampeln, weil sie Dörfer niedertrampeln, die Ernte niedertrampeln und alles das. Und das weiß natürlich die, natürlich nicht, weiß das die Bundesumweltministerin, hat da keine Ahnung von, aber sie ist ganz vorne im Ermahnen, also jagen darf man Elefanten nicht mehr, Trophäen darf man auch auf gar keinen Fall mitbringen und so weiter und so fort. Da gibt es Teile, mit denen ich auch sehr einverstanden bin. Absolut, klar. Absolut, gar keine Frage, aber sich einmischen und keine Ahnung haben, ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Kombination. Einmischen finde ich gut, keine Ahnung haben finde ich richtig schrottig und von oben herab aus Deutschland meinen, man könnte der Welt irgendwelche Botschaften geben, das wird gerne schnell als Kolonialismus, Postkolonialismus bezeichnet. Und jetzt hat der Präsident, ein lustiger Vogel, muss man ehrlich sagen, hat gesagt, pass auf, wenn ihr mal wissen wollt, wie das ist, ihr kriegt 20.000 Elefanten. Erste Bedingung ist, er akzeptiert kein Nein. Zweite Bedingung ist, die müssen abgeholt werden. Mhm. Und die dritte Bedingung ist, diese Elefanten haben in Deutschland so zu leben, wie es sich für Elefanten gehört, nämlich frei laufend. Der heißt Mokwetsi Masisi, der Präsident. Ja. Und ich dachte ja erst, dass das Ganze ein April-Scherz wäre, als du mir davon erzählt hast. Aber mittlerweile hat es wirklich große Züge angenommen. Ja. Hier zum Beispiel eine ganz große Grafik da auch in der Bild-Zeitung. Das ist natürlich ein kreiertes Bild, der Elefant da mit einer deutschen Flagge im Rüssel. Kreativ ist auch da unten nochmal die Möglichkeit, wie die Elefanten nach Deutschland gelangen könnten. Da hat die Bild zum Beispiel schon mal so eine Grafik mit so einem ein Dumbo-Jet, wo nämlich ganz viele Elefanten unten drin stehen. Die könnten so nach Deutschland gelangen. Das ist ein bisschen ein schönes Wortspiel, dass man in Verbindung mit den Grünen den Jet Dumbo-Jet nennt. Das ist absolut passend. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Vor allem die Formulierung ist ja auch so gut. Wir schenken euch 20.000 Elefanten, wir akzeptieren aber kein Nein. Genau. Und einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wie man genau. so schon sagt. Und muss man eh nicht, weil beim Pferd macht man das ja, um die Zähne zu kontrollieren. Beim Elefanten ist das obsolet. Ist das weil obsolet? Die hängen ja raus. Genau, denn hier gibt es auch Fremdworte kostenlos mit dazu. Ja. Und nicht wie auch das bei der Bundesregierung mit neuen Wörtern und Fremdwörtern Sand in die Augen streuen, damit man die Wahrheit nicht mehr erkennt. So, das haben wir das geklärt mit Botswana. Also dieses, dieses Weltbelehrungsding, ne, das hat in Deutschland schon so oft nicht richtig funktioniert. Ich würde es einfach sein lassen. Und ich finde es tatsächlich hochgradig peinlich. In diesem Zusammenhang habe ich eine ganz interessante Nachricht. Na. Wusstest du, was am Sonntag war? Am Sonntag war Ostersonntag. Das stimmt. Ja. Was war noch an unserem Sonntag? Frei. Gucken wir mal lang, unser Blick richtet sich langsam gen Osten. Ja. Wir kommen irgendwann in Richtung Polen und sind dann bei der Ukraine. Was wäre am Sonntag in der Ukraine gewesen?
Ach so, du redest Wahlen, darauf willst du hinaus. Wahlen? Ja. Am Sonntag sollten da eigentlich Wahlen sein. Keiner berichtet darüber, dass diese Wahlen nicht stattgefunden haben. Keiner sagt auch, wieso finden eigentlich in einem Land, gerade da, keine Wahlen statt. Und ich habe gestern einen Anruf bekommen von einem Freund von mir, den ich von AIDA kenne, einen Künstler, der aus der Ukraine kommt. Und der hat angerufen von der Front. Mhm. Tatsächlich total also der ist da wirklich der ist gerade jetzt an der Front mit einem weiteren Kollegen, ehemaligen Kollegen von AIDA. Und er hat mich angerufen und hat mir gesagt, hat mich gefragt, berichten die eigentlich in Deutschland davon, dass es hier keine Wahlen gibt in der Ukraine? Ich habe das nicht gewusst. Hast du das gewusst, dass Wahlen hätten sein sollen? Also hättest du das nicht vorab erzählt, hätte ich es nicht gewusst, muss ich sagen. So, und dann hat er gesagt, berichtet irgendwo die Presse eigentlich, berichtet irgendjemand bei euch davon, dass unsere Wahlen nicht stattfinden? Mhm. Herr Selenskyj hat die Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben, im eigenen Interesse. Denn, sagt er, es gibt in der Ukraine eine sehr, sehr, sehr breit durch die ganze Bevölkerung gehende Friedenssehnsucht natürlich nach den Kriegsjahren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen auch politisch entsprechende Bewegungen, die sich dem verschrieben haben, die massiv unterdrückt werden. Und davon berichtet anscheinend bei uns keiner. Also ich wusste nichts davon. Ich habe dann ein bisschen recherchiert. Ich habe nichts gefunden. Ich habe nicht mal gefunden, dass am Sonntag die Wahlen waren. Ich wusste das auch nicht. Und ich finde das relativ erschütternd, ehrlich gesagt. Mhm. Dafür, dass wir da ein Land unterstützen die ganze Zeit. Und ja immer wir kritisieren Botswana in Sachen ihres Elefantenverhaltens. Da würde ich ja erst mal gucken, wie es denn mit der Demokratie aussieht in Ländern, die wir ja auch unterstützen. Und die Frage, wie kann eine Wahl stattfinden, während gerade ein Krieg? Ne? Und also das weiß einfach wäre es nicht wahrscheinlich. Nee, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ja immer noch 80% der Ukrainer wählen könnten. Ja. Und man kann ja natürlich auch eine Front wählen. Mhm. Und wenn dabei rauskommen sollte, dass es da eine große Friedenssehnsucht gibt, dann ist Herr Selenskyj abgewählt und jemand Neues ist an der Macht oder muss man neu verhandeln. Und dann entwickeln sich vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten, da zu einem Frieden zu kommen. Und wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es ein Angriffskrieg der Russen war. Aber der Krieg hat halt eine unglaublich komplexe Geschichte. Ich habe das ja schon mal erzählt. Aus AIDA-Zeiten weiß ich, dass manch ein Westukrainer mit einem Ostukrainer nichts zu tun haben will und der Ostukrainer lieber mit dem Russen zusammen ist und dass die auch Russisch sprechen untereinander und so. Das ist einfach sehr komplex. Sehr komplex, ja, auf jeden Fall. Also, das stimmt. Und wie gesagt, ich wusste das nicht, dass das so ist. Wusste ich auch nicht. Was haben wir denn sonst? Also ich habe auf jeden Fall aus dem Augenwinkel gesehen, dass ein Gast hier reingekommen ist. Ist er schon da? Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Oder ist es ich glaube ja. Oder ist es der Kollege Matteo aus der Regie? Man weiß es nicht. Profil könnte es sein. Nein, ich glaube, es ist unser Gast. Ist es unser Gast? Ja? Nein. Oder ist es Thomas? Nein, es ist unser Gast. Es ist unser Gast. Okay, dann überlegen wir nochmal, wann wir unseren Gast hier reinholen. Wenn der Gast ein Mikrofon hat, lassen wir ihn rein. Dann lassen wir ihn rein. Ja. Es ist nämlich nicht Erol Sander, sondern der Autor Volker Gerling. Ja. Und wenn der ein Mikro hat, dann kann er direkt hier reinkommen und mit uns über Bücher reden. Absolut. Über seine Bücher. Wir können noch kurz nach Schottland einen Ausflug machen. Das sollten wir unbedingt tun, ja. Weil wir doch gerade bei Autoren sind. Wie heißt sie? Rowling? J.K. Rowling. J.K. Rowling. They see me rolling, they hating. Genau, der hat einen neuen Skandal an der Backe. Was hat sie denn diesmal gemacht? Ja, sie ist das Volk, es gibt einige Menschen aus dem Volk, also es gibt drei Menschen aus dem Volk. Es gibt eine verschwindende Minderheit von Vollpfosten aus dem Volk. Ist das Ungeheuer dabei? Nein, das ist nicht. Das Ungeheuer hat nicht mitgemacht bei der Aktion. Nämlich, sie ist angezeigt worden bei der schottischen Polizei. Ja, sie hat öffentlich gesagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, biologisch. Es gibt einmal XX und einmal XY. Mhm. Und das ist nicht mehr erlaubt, das darf man nicht sagen. Man darf nicht Religion, Geschlechter zugehörig. Alles das darf man nicht mehr kritisieren, das darf man ja auch bei uns nicht. Und wer sagt, dass ein Mann ist, auch wenn er aussieht wie eine Frau, das ist illegal. Das muss man einfach hier mal sagen, es ist illegal. Da können jetzt Menschen mit gesundem Menschenverstand sagen, das verstehe ich nicht so richtig. Ja. Das ist aber egal, ja, weil es ist illegal. Ich habe noch eine Frage, wenn wir schon mal grob bei dem Thema sind. Schottische Kultur, wir hatten mal eine Zeit lang über Norweger Pullover viel erzählt. Ja. Was ist das hier eigentlich für Muster an deiner Jacke? Weiß man das? Ist das? Oder ist das einfach nur ein modisches Highlight? Das ist ein Teil einer französischen Modekette. Aha. Die haben hier ihr Logo in digitaler Art und Weise verewigt, weil sie damit darstellen wollten, sie wollten es pixelig darstellen. Das war mal Trend. Als diese Jacke angesagt war, war das mal Trend. Ja, jetzt habe ich das Logo von Dior auch erkannt. Sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, dann würde ich sagen, Bühne frei für unseren Gast, oder? Jawohl, ich habe den Stuhl schon angewärmt. Komm rein. Volker Gerling, moin. Moin, hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Moin. Danke. Nimm Platz. Ja, setze ich mich auf die Technik. Ja, mach das. Ja, vorsichtig. Die hält das aus. Super. Die fällt auch dauernd runter, ist kein Problem. Sehr robuste Technik. Es gab Kaffee, das ist gut. Ja. Du hast einen Kaffee bekommen. Ist wirklich runtergefallen, ich glaub's nicht. Ja. Das gibt's ja nicht. Steck's einfach in die Tasche sonst vielleicht. Das Mikro, das ist immer so eine Sache mit diesen Mikrofonsendern, ne? Ja. Gestern haben wir drüber gesprochen, wir können das mal kurz...
wir überbrücken das ein wir bisschen. Genau. Das, wir gestern haben wir darüber gesprochen, dass Denim fashionmäßig unglaublich angesagt, ja, und das besonders in hellblau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Das war ein Top-Auftritt, was Fashion betrifft. Ja, also stimmt. Dieses Jahr, das Einzige, was uns noch fehlt, das nächste Mal könntest du sehen, dass du mit dem hellgelben Shirt ankommst. Hat keiner zu Hause, ich auch nicht. Meine Frau sagt, hellgelb steht mir nicht. Ja. Siehst du? Da hilft die ganze Fashion-Nummer nichts. Ja, das hat ja die Modeexpertin, die hier gestern zu Gast war, Marilyn, auch gesagt. Weil am Anfang sagte sie, gelb und blau seien im Trend. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, Zitronengelb, sagte sie, findet sie schwierig. Ja. Also ich glaube, sie meinte gelb, aber nicht Zitronengelb und eher für die Dame. Kanarienvogelgelb. Schwierig ist nett umschrieben, oder? Ja, ja. Schwierig ist nett umschrieben, das stimmt. Und man sieht ja immer so aus, als wäre irgendwas ausgelaufen, wenn man so ein gelbes Ding anhat. Ne? Ja. Wie gesagt, Batik. Für mich ist das Batik. Ja. Der Autor. Der Autor. Ein einsamer Mann, der in seiner Dachkammer sitzt und schreibt. Also diesem Klischee entspreche ich definitiv nicht. Gut. Ich bin kein Eremit. Ja. Also grundsätzlich schreiben ist schon eine Sache, die man alleine macht. Ja. Aber ich bin trotzdem fähig, mit anderen Menschen zu reden, mich in Gruppen zu integrieren, das klappt dann schon noch. Sehr gut. Gut, was aber tatsächlich der Alltag ist, dann schon hinsetzen und arbeiten, ne? Richtig, ja. Also mein Arbeitstag beginnt dann, wenn meine beiden Frauen, meine Tochter, die ist 4, meine Frau, das Haus verlassen. Das ist meistens so gegen 8, Viertel nach 8. Dann sitze ich am Schreibtisch und dann schreibe ich. Mit Musik oder ohne? Das ist eine gute Frage. Ich liebe Hans Zimmer und ich habe sehr oft Filmmusik von Hans Zimmer nebenbei laufen. Ja. Irgendwann höre ich die nicht mehr, weil da bin ich so im Flow, dass ich nichts mehr wahrnehme. Aber so als Einstimmung ist das perfekt. Schreibst du dann besonders dynamisch, dass du zu Hans Zimmer dann so ganz doll auf die Tasten drückst? Das kommt wirklich vor. Ja? Ja, das kommt wirklich vor, dass ich so einen kleinen Rausch kriege. Ja, das stimmt schon. Ja. Sehr gut. Sprechen wir über Geschichten. Gerne. Ja? Wir haben gerade über Elefanten in Botswana gesprochen, die nach Deutschland kommen. Das ist keine Basis für eine Geschichte, höchstens für eine Comedy-Sache irgendwie. 20.000 Elefanten, die hier bald durch die Gegend... Benjamin-Blümchen-Folge. Genau, wir können das Benjamin nicht machen. Du bist aber im Bereich Kriminalität, Thriller... Spannungsliteratur. Spannungsliteratur ist das richtige Wort. Mit Spannungsliteratur bist du unterwegs. Wie entsteht so eine Geschichte? Wo kommt die her? Manchmal reicht irgendwie ein Schlüsselwort, das ich höre, aufschnappe. Und dann beginnt bei mir im Kopf was zu arbeiten. Mhm. Dann denke ich darauf rum, gar nicht lange. Und dann entsteht eine Geschichte. Mhm. Und dann schreibe ich die einfach auf. Mhm. Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von Schriftsteller. Die einen, die plotten. Das heißt, die wissen, bevor sie den ersten Satz schreiben, ganz genau, wie der Roman endet. Und dann gibt es die Instinktschreiber. Mhm. Für die ist Buchschreiben wie neues Buch lesen. Die haben absolut keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sie haben die Idee, aber die komplette Geschichte entwickelt sich, während sie diese schreiben. Und dazu gehöre ich. Ja, dann sind wir Instinktmoderatoren. Ja, das stimmt, kann man so sagen. Und ich muss sagen, ich habe ja das eine oder andere Buch geschrieben, Drehbuch in erster Linie. Auch noch? Ja, und weißt du was, ich bin eine faule Drecksau, was das betrifft, weil ich mache nämlich Folgendes. Ich bin total gut in Ideen, in Settings, in Figuren und in Storylines bin ich total gut. Bin ich wirklich, wirklich ernsthaft. Also wir können jetzt über eine Geschichte reden, mir fällt eine Mördergeschichte ein. Ja. Und ich weiß auch sogar, was im Trend ist und ich weiß sogar, was in einem Jahr, weil so einen Film zu produzieren und so, dauert immer mindestens ein Jahr. Ich weiß, was die Leute in einem Jahr gucken. Also da bin ich echt gut drin. Aber ich bin total schlecht drin, in diesem sich hinsetzen und dann anfangen mit Vergangenheit. Ich stand. Und meistens komme ich nie weiter. Und deswegen habe ich damals, als ich da angefangen habe mit dem Geschichten entwickeln, war ich total froh, dass ich einen Freund hatte, der Timo Bernd heißt, der ist ein Autor, war zu der Zeit auch kein richtiger Autor, hat zwar schon ein Buch geschrieben gehabt, und zwar ein richtig gutes Buch, ein richtig gutes Drehbuch, aber er wusste nicht, wie das verkauft werden soll. Und so, ich habe dann geholfen, das zu verkaufen, weil auch das gar nicht gut. Ja. Und der Typ ist wirklich jemand, der sich dann hinsetzt und der diese verdammte Arbeit macht. Und das habe ich größte Bewunderung dafür. Ich habe größte Bewunderung, dass jemand sowas kann, diese Disziplin aufbringt, über diese 2 bis 17 Worte hinwegzukommen. Aber das hast du oft, dass Autoren im Tandem arbeiten. Ja. Der eine, dem liegt es zu recherchieren und dem anderen liegt es zu schreiben. Preston Child, keine Ahnung, zwei Lee Child
Und die meine ich. Genau, ja. Genau. Und der eine hat schon mal ein Buch geschrieben ohne den anderen und das war echt kacke. Ja. Da hast du gemerkt, der kann gar nicht schreiben. Okay. Das ist der, der die Recherche übernimmt. So. Der hat die Ideen und die Recherche. Und der Preston Child, der kann richtig toll schreiben und der haut dann in die Tasten. Ja. Ja. Schreibst du eigentlich unter deinem Klarnamen, nein, Volker Gerling? Nein, nein. Ich stelle mir mal vor, da kommt jemand in eine Buchhandlung und sagt, ist eine neue Schulz schon draußen? Ja. Und das ist irgendwie unsexy. Und das ist, da hast du mit Stephen King ja eine richtig gute Idee gehabt. Auch das hat ja auch gut funktioniert die letzten Jahre. Das bist doch du, oder? Ja, das bin ich. Läuft doch bei dir, oder? Läuft. Denk ja bis heute noch, dass das ein Amerikaner ist. Ja, ja, ja. Gut gemacht. Ja, kommt clever. Aus Braunschweig. Ja, ja. Nein, aber was ist dein letztes Buch? Um was ging dein letztes Buch? Eine KI, die durchdreht. Ja. Redemption. Ja. Das ist mein letzter Roman. Der ist erschienen im Mai letzten Jahres. Also, oh Gott, das ist schon fast wieder ein Jahr her. Ich werde verrückt. Das ist der letzte Roman. Und jetzt die letzten Monate habe ich an meinem neuen Projekt gearbeitet. Das ist ein Roman, der wird wahrscheinlich ein Dreiteiler. Die ersten beiden Teile sind schon fertig und der spielt in Hamburg. Ach guck, ja. Das passt. Lokale Literatur. Ja. Und um was geht es? Um die Reeperbahn. Um die Reeperbahn. Genau. Das ist aber ein ganz elendes Thema gerade. Mag sein. Der Roman beginnt 1979. Mhm. Und das war auch eine elende Zeit, ja, schwierige Zeit auf der Reeperbahn. Da konnte man doch richtig Geld verdienen auf der Reeperbahn. Und zwar richtig. Ja, und der zweite Teil endet 2012. Ist es eine in Anführungsstrichen Bandengeschichte? Das klingt jetzt so nach Räuber Hotzenplotz. Nee, aber ich bin tatsächlich mit ganz vielen von diesen Menschen von 79 bis heute befreundet. Mhm. Also Carsten Marek und solche Leute, ne, die kenne ich gut. Ja. Und da ist ja eine da gibt es ja, wenn man ein bisschen drin ist, ist es ja durchgehend eine unglaublich spannende Geschichte, die ja draußen gar keiner mitkriegt. Da passiert echt eine Menge. Und mit dem, ob man jetzt Clans sagt oder welche Kulturgruppen oder so probieren. Das Kartelle. Kartelle, genau. Welche Kartelle übernehmen für welchen Bereich, wann die Macht über was und wie geht das alles zusammen? Und eigentlich muss man sagen, was mich am meisten irritiert, sage ich jetzt mal, eigentlich geht es ja ums Geschäft. Allen. Und jede Form von Streit und Gewalt ist gegen das Geschäft. Mhm. Für alle. Mhm. Also es betrifft ja immer alle. Ne? Sich dann aber gleichzeitig unter diesem Druck auf der einen Seite, auf der anderen Seite so zu einigen, dass alle noch Kohle verdienen, aber gleichzeitig auch irgendwie Konkurrenz zu sein, ist ein unglaublich komplexes Thema. Ne? Ja, teile und herrsche. Das hat lange Zeit funktioniert. Mhm. Und mein Roman beginnt in einer Zeit, wo gerade die GmbH und Nutella sich etabliert haben als die beiden Kartelle. Wobei, ich muss dazu sagen, also ich nenne keine Namen oder Nutella oder Captain Nuss oder Dossi. Whatever. Das kommt bei mir nicht vor. Aber man kann, wenn man sich auskennt, sich schon denken, aha, das sind also die beiden. Ja. Wir müssen das Mikro, damit das Mikro alles mittig richtig hören. Genau. Das ist Fernsehfachjargon für das Mikro in die Mitte platzieren. Ja, sehr schön. Damit man Volker besser versteht. Ja. Ich habe mich immer gefragt, weil das war mir ein großes Rätsel, warum waren diese Kartellbosse? Ja. Ja. Jeder wusste, was die machen. Jeder wusste, das sind die Anführer der Kartelle. Und da habe ich mich gefragt, was wäre denn, wenn es da mal einen gäbe, der wirklich clever ist und der so ein Kartell aufbaut, aber im Hintergrund bleibt. Keine Sau weiß, wer er ist. Mhm. Niemand. Mhm. Und daraus ist diese Geschichte entstanden, die sich dann über 35 Jahre zieht. Auf der einen Seite der Kartellchef und auf der anderen Seite sein alter Jugendfreund, der irgendwann zur Polizei geht. Und der denkt, sein alter Freund ist tot. Ja. Und er ist einfach verschwunden. Dabei hat er auf der Meile, also auf der Reeperbahn, Karriere gemacht und irgendwann wird dieser Polizist auf die Reeperbahn, in die Davidwache versetzt und du weißt ganz genau, die beiden steuern aufeinander zu, zwei Öltanken. Ja. Das muss zum Zusammenstoß kommen, das geht gar nicht anders. So, und was ich im Laufe des Schreibens, was ich auch nicht geahnt hätte, wirklich sich herauskristallisiert hat, du sagtest, es geht ums Geschäft, wenn du dich mit dieser ganzen Materie so ein bisschen beschäftigst und mit Leuten sprichst,
es geht nicht nur ums Geschäft, es geht auch, und das klingt total paradox, um die Familie. Ja, auf jeden Fall. Weil, also Familie im weiteren Sinne, ne? Im erweiterten Sinne. Genau. Weil diese ganzen Kartelle und was damit zusammenhängt, viele betrachten das als ihre Familie. Mhm. Und als ihr Zuhause. Mhm. Und deswegen kämpfen die auch darum. Und das fand ich hochinteressant, weil das hat sich bei mir in dem Roman wirklich so entwickelt, dass die alle irgendwie das Motiv haben, nein, wir müssen jetzt hier diesen Kampf aufnehmen, weil es geht um die Familie. Ja. Du hast eben gesagt, es gibt viele Autoren, die arbeiten häufig im Tandem. Der eine kann gut schreiben, der andere gut recherchieren. Ja. Da du jetzt dieses Buch alleine rausbringst oder die Bücher, kannst du wahrscheinlich beides gut. Ich liebe es, recherchieren. Ja. Wie hast du denn recherchiert für diese Geschichte? Hast du mit Zeitzeugen gesprochen, aus erster Hand Erfahrungen gesammelt, die erzählen lassen? Das war eine ganz kuriose Geschichte. Und zwar hatte ich von einer Figur den Lebenslauf mehr oder weniger im Kopf. Mhm. Und habe ich ein bisschen recherchiert im Internet und dann stieß ich auf einen Kriminaldirektor, Carsten Koch, der immer noch in Hamburg aktiv ist, einer der höchsten Polizeibeamten der Hansestadt Hamburg, der mittlerweile alle Spezialeinheiten unter sich hat. Mhm. Und den habe ich angerufen. Mhm. Und dem habe ich gesagt, wer ich bin, was ich mache. So, okay, komm vorbei. Wie viel Zeit brauchst du? Eine Stunde, zwei Stunden, machen wir einen Termin. So fand ich total klasse. Ja. Und dann bin ich also wirklich ins Polizeipräsidium gefahren und habe mich mit dem Carsten Koch unterhalten und der hat mir natürlich unglaublich viel erzählen können, weil er auch selber auf der Davidwache war. Ich kann mich auch festtackern, dann bewege ich mich nicht. Ich glaube, beim Runterfallen ist da irgendwas passiert. Wir haben uns heute im Ton ein bisschen vergriffen, ja, aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir daran arbeiten und das wird toll. Aber das Tolle ist das, und hier, und das muss ich sagen, ich kommentiere das mal live, während er gerade probiert, das Mikrofon auf die Reihe zu bringen, ist Betül gerade damit beschäftigt, on camera sozusagen, die Technik zu machen. Er hat auf Mute gehabt. Ein hochspannender... Ah! Erwischt. Okay. Gut, jetzt... War aber keine Absicht. Volker hat einfach sein Mikro gemutet. Ja. Das gibt's doch nicht. Fein Spaß hat er natürlich. Ihn gehört aber leiser. Okay, jetzt wird er lauter. Jetzt wird er lauter. Gerade dann, wenn wir in die Kurve kommen, Carsten Koch, eingeladen, Gespräch. Ja, genau. Und er hat mir also wirklich... Er war ja auch selber auf der Reeperbahn... auf der Davidwache und der hat mir wirklich über anderthalb Stunden unglaublich viele Internas, ohne dass er jetzt großartig Geheimnisse verraten hat, hat er mir erzählt und das war ein wirklich sehr, sehr wertvolles Gespräch, ein ganz, ganz toller Mann, war super und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der tatsächlich zu Zeiten der Russenmafia als verdeckter Ermittler in diesem Milieu gearbeitet hat. Und der hat mir auch wertvolle Tipps geben können. Gibt es die? Hast du auf dem Weg der Recherche mitbekommen, dass die Geschichte, die du gerade schreibst, wirklich gibt? Ich kenne die Beteiligten. Also es gibt einen, ist ein bisschen länger her. Es gibt jemanden, der in einer dieser, muss man sagen, das ist nach GmbH und Nutella Zeit, der in einer dieser Verbindungen war, der aber ein Familienmitglied hatte, der bei der Polizei war. Mhm. Und den Konflikt, den es dazwischen hätte geben können. Ja. Haben die beide, was mir erzählt worden ist, ich kenne die beide nicht persönlich, aber das, was ich erzählt bekommen habe und was auch relativ solide ist, beide haben das durchgezogen zum Vorteil beider Seiten. Was im Prinzip nicht, glaube ich, dem Gesetz entspricht. Wahrscheinlich nicht. Aber für alle Beteiligten gut war. Und es ging nicht darum, jetzt mal zu warnen vor, also dieses Ganze, man hat ihm sofort im Kopf, dann wird der gewarnt vor Durchsuchung und bla, sondern es geht darum zu sagen, okay, guck mal, da ist ein Gefahrenpunkt. Wenn man das so und so angeht, dann komme ich nicht in Schwierigkeiten und du hast Erfolge. Ja. Und das Ganze gegenseitig. Also es gibt da, glaube ich, schon Konstrukte, wie bei Mafia, also wie viel Mafia-Geschichten gibt es? Wirklich und auch richtig gut geschriebene und spannende Bücher, aber viele von denen sind ja tatsächlich wahr und da geht es immer nur um Familie. Ja, diese Geschichte von den beiden Herrschaften, die du gerade erwähnt hast, die kannte ich nicht. Mhm. Das ist jetzt wirklich Zufall. Mhm. Aber ich habe mich schon versucht, so ein bisschen an den Zeitgeschehen im Laufe der Jahre entlang zu hangeln. Mhm. Das heißt, am Anfang waren halt GmbH und Nutella, dann kamen irgendwann die Kurden, dann kam irgendwann die Russenmafia. Mhm. Zwischendurch haben dann mal die Hells Angels versucht, Fuß zu fassen auf der Reeperbahn, hat aber nicht
gefruchtet. Also da halte ich mich schon an die Fakten, aber der Rest, der ist fiktiv. Dachte ich bis dato. Es ist ein bisschen ein Hamburg-Roman, es ist ein bisschen Hamburg-Zeitgeschichte und es ist aber auch für, sage ich jetzt mal, den Rest der Republik einfach eine spannende Geschichte. Und es sind drei Bücher tatsächlich? Naja, also zwei sind fertig, ja. Aber ich habe mir beim Ende des zweiten Teils das so offen gehalten, dass man daraus noch einen dritten Teil machen könnte, ja. Weil du hast ja eben gesagt, auch die Handlung beginnt 79, glaube ich, ja. Bis 2012 ja. Um und bei. Ja. Und deswegen wollte ich auch fragen, da hast du gesagt, diesen Zeitraum steckst du ab, bewusst, weil in diesem Zeitraum passieren die recherchierten Handlungen. Richtig. Und du hältst dir aber offen, von 2012 bis meinetwegen 24 nochmal nachzulegen. Richtig, genau. Gut, das kommt... Sehr gut zusammengefasst. Und die Bücher kommen, die Bücher kommen wann raus? Und zuhören. Also das ist ja jetzt so eine Geschichte. Ich habe eine Agentin ja. Und wir sind jetzt gerade dabei... für dieses Romanprojekt einen Verlag zu suchen. Mhm. Kurioserweise haben schon drei Produktionsfirmen ihr Interesse signalisiert, daraus eine Serie zu machen. Mhm. Also wir sind eigentlich, haben wir den zweiten Schritt vom ersten gemacht, okay. Aber das ist auch nicht verkehrt. Und jetzt sind wir halt dabei, die richtige Heimat zu suchen für dieses Projekt. Mhm. Dann würde ich ja vorschlagen, dass wir mit der Agentin mal sprechen. Und zwar deswegen, weil da sollte man auch eine schöne Lesung in der Ritze machen, oder? Definitiv, definitiv. Also da gehört das wo sonst ständig in so. Der Ritze? Und in der Ritze im Boxring eine Lesung. Ich würde jetzt sofort zusagen, dass wir das auch filmen und dass wir das selbstverständlich dann auch als Event übertragen würden. Cool. Also auf jeden Fall. Sehr das das cool. Gehört dahin, das ist Hamburg, das ist lokal und das, ja. Das gehört auf jeden Fall dahin, ja. Sehr, sehr cool. Wie weit, wann ist da ungefähr so der Zeitrahmen? Ha. Ja, genau. Da fängt an, das Herz an zu bluten. Ja. Also, normalerweise haben größere Verlage eine Vorlaufzeit von 1 bis 1,5 Jahren. Das heißt, wenn morgen ein Verlag X sagt, dieses Projekt würden wir gerne machen, mhm. Wenn ich Glück habe, kommt der Roman dann im Sommer 2025 raus. Wenn ich Pech habe, kommt er im Herbst, Winter 25 mhm. raus. Und wenn ich... Was soll ich sagen, so richtig die A-Karte gezogen habe, Frühjahr 26. Ja. Okay, das wir ist, drücken dir die Daumen. Ja, das ist, ja, aber das ist das zu ist lang. Die Alternative ist ja immer noch, ne, weil irgendwann, ich kenne ja Autoren, die haben dann irgendwann gesagt, ich mach die Scheiße selber. Nein, aber kommt das ist, für mich, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Bist du dann voll im Risiko? Du bist dann natürlich, bist du vor allem bist du dann dabei, dass du für Sachen verantwortlich bist, mit denen du nichts zu tun haben willst eigentlich, ne? Also, von wegen Kosten, Vertrieb und diesen ganzen Zahlen. Nee, das ist eigentlich gar nicht der Grund. Der Grund ist, dass du über einen großen Verlag und nur über einen großen Verlag wirklich die Multiplikatoren bekommst, die du brauchst, nämlich den stationären Buchhandel. Mhm. Und wenn dieses Teil flächendeckend mhm. auslegt und wenn der Verlag Stimmt. sagt, wir machen daraus einen Kampagnentitel oder einen Spitzentitel, dann hast du natürlich die komplette Marketing Power von so einem großen Verlag mhm. im Rücken, das kannst du alleine nicht, wenn du im Lotto gewonnen hast, dann kannst du das machen, aber das kannst du alleine nicht leisten. Und, aber selbst dann, ne? Wenn du im Lotto gewonnen hast, müsstest du dann sozusagen attraktiven Platz in Buchhandlungen dir kaufen. Ja. Das ist ja so einfach nicht. Auch nicht so nein, einfach. Nee, nee, genau. Nein. Nee, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, war auch nie ein Thema. Also meine Agentin Liane Kolf aus München, die ist seit 40 Jahren in der Branche, ja. Sie wird intern auch das Trüffelschwein genannt. ja, sie hat die Wanderhure. Ja. Den hat okay. sie rausgebracht. Kennt man, ja. Ja, genau. Sehr bekannt. Genau. Ja. Sie ist davon überzeugt, dass wir für dieses Projekt einen Verlag finden. Und ich habe vollstes Vertrauen in sie und das wuppen wir. Und wenn wir Glück haben, wir reden ja immer von Pech, wenn wir Glück haben, dann findest du auch einen Verlag, der sagt, wow, das ist jetzt mal so richtig krass, da verschieben wir mal so ein bisschen in den ja. Programmplätzen. Das gibt es auch. Gut, dann sollten wir Folgendes machen. Hier vor uns liegt die Jürgen Hunke Erfolgsbibliothek. Jürgen Hunke kennst du? Ja, so. Also persönlich nicht, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Genau, er hat haufenweise Bücher rausgebracht, die alle sich, also ganz viele gute Ratschläge, gute Tipps haben. Mhm. Und auch inzwischen, also wir haben gemerkt hier bei uns, die haben Vorhersagecharakter. Mhm. Ja? Jetzt darfst du aussuchen, welches von diesen vier Büchern jetzt mal, dich erstmal farblich interessiert. Das unterste. Das hier? Nö. Achso, ich dachte, das Rote gehören auch dazu. Das, ja, unterste heißt, sieh zu, wie Steine wachsen, der neue Weg zum positiven Denken. Oh, da, okay. sind auch Tipps und so drin, aber das ist mehr zum Lesen. Wir nehmen diese von den vier Büchern hier oben, müsstest du das aussuchen. Oben links.
oben links, dieses hier. Rot ist deine Farbe, ne? Irgendwie, ja. Jetzt musst du noch Stopp sagen. Stopp. Stopp. Links oder rechts? Rechts. Tritt nicht in die Fußstapfen anderer, du hinterlässt sonst selbst keine Spuren. Das ist vollkommen richtig. Oder? Und du kriegst links auch immer noch als Service mitgeliefert. Auch eine Enttäuschung im Leben ist ein Schritt vorwärts. Absolut. Eine chinesische Weisheit. Ja. Kannst du damit jetzt was anfangen? Bringt dich das nach vorne? Schon, oder? Jetzt in diesem Moment nicht, aber wenn ich drüber nachdenke, vielleicht irgendwann, ja. Tritt nicht in die Fußstapfen anderer, du hinterlässt ja selbst keine Spuren. Gut, als Autor, ganz ehrlich, ist es ein bisschen schwierig, in die Fußstapfen anderer zu treten. Dann gut, aber man Buch kann ja drüber nachdenken. Ist doof. Ne? Das ist doof. Und es könnte jemand auf die Idee kommen, das in Google einzugeben, das kenne ich schon. Ja. Auch eine Enttäuschung im Leben ist ein Schritt vorwärts. Das allerdings ist tatsächlich wahr. Und da gibt es ja die Weisheit, die ich auch von Jürgen, habe ich das gelernt, und zwar bei den Chinesen gibt es dieses Ding, Versagen sozusagen, das Wort gibt es nicht, sondern das Wort heißt neue Chance. Und das finde ich eine geile Weisheit. Hätte ich jetzt gedacht, das wären die Japaner, aber hätte auch Chinesen gepasst, sind, ja. Vielleicht haben die Japaner und die Chinesen ja auch gemeinsame Kulturwurzeln irgendwo. Würde mich jetzt gar nicht wundern. Nee, genau. Könnte sein. Wir haben übrigens noch einen für dich, und zwar ist das unser Good Times Kalender. Da sind auch motivierende Sprüche darauf für alle Lebenslagen. Und das Motto des heutigen Tages ist wieder mal kurz und kompakt. Lebst du schon oder grübelst du noch? Eine schwedische Weisheit. Eine schwedische Weisheit. Aus der Möbelindustrie. Vielen Dank für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne. Das war sehr inspirierend. Wir werden noch mal telefonieren, weil ich da diese eine oder andere Geschichte habe, die relativ schnell ganz doll nach vorne gehen kann, aber mit der man sich wohlfühlen muss. Ja. Das machen wir dann parallel sozusagen, und das war sehr spannend. Und wie gesagt, das mit der Ritze, das kriege ich auf jeden Fall geregelt. Großartig. Das ist ein Anruf. Super. Also sagt der Agent einen schönen Gruß. Mach ich. Genau. Und es gibt da keine Wanderhuren, das muss man sagen. Nee. Also da in der Ritze. Da nicht. Nein, da nicht. Da nicht. Vielen, vielen Dank. Volker, vielen Dank. Aber wir können eigentlich gleich die drei Stühle lassen. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Können wir? Bis zum nächsten Mal. Ja, so, aber können ja gleich Stella dazukommen. Wir haben ja Stellas Welt. Okay. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Klaus meinte, ich soll noch irgendwelche Domgutscheine mitnehmen. Genau. Domgutscheine? Ja, Domgutscheine. Klar. Die nimmt er mit. Kein Problem. Pass auf, wenn du jetzt den Übergang moderierst, gebe ich ihm die Domgutscheine. Das ist eine super Idee. Moderier das doch mal dich im Kopf und Kragen. Du kannst dich selber schon mal hinsetzen. Kopf und Kragen. Das ist ja mein Job zum Glück. Es ist 8 Uhr und 34 Minuten. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Und ich habe gesehen, dass hier im Chat, ehrlich gesagt, heute noch relativ wenig los ist. Und das ist schade, denn es gibt ja durchaus die Möglichkeit, hier mal kurz live mitzudiskutieren und zu kommentieren. Es waren ja auch durchaus mal Fragen an unsere Studiogäste mit dabei. Okay, dafür ist die Zeit jetzt natürlich abgelaufen, weil das Interview mit Volker natürlich durch ist. Aber wenn es ansonsten Fragen gibt oder vielleicht auch Anregungen, zum Beispiel in Sachen Themen des Tages, dann schreibt uns gerne in unserem YouTube-Live-Chat. Wir nehmen das dann gerne einmal direkt mit hier in die Sendung, können das aufgreifen und natürlich darüber reden. So, wir haben ein paar Themen des Tages abgehandelt, und zwar haben wir über die 20.000 Elefanten für Deutschland geredet. Wir haben am Rande über das TV-Comeback, das Mögliche, von Stefan Raab gesprochen. Das wollen wir nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Und natürlich auch unsere Rubrik der Sonderangebote. Kleiner Teaser darauf schon mal. Ich sehe zum Beispiel, bei Lidl gibt es heute besonders günstig Auberginen. Und zwar für 1,45 Euro. Habe ich mal vor kurzem bei Facebook ein lustigen Beitrag gesehen, und zwar von einem Restaurant, so eine Tafel mit dem Essensangebot des Tages. Und es sollte vermutlich gefüllte Auberginen geben, es stand aber leider gefüllte Oberschienen da drauf, mit dem Kommentar darunter: eigentlich ganz lecker, aber teilweise ein bisschen hart. Gefüllte Oberschienen. Wenn Sie auch sowas gesehen haben, Stilblüten sozusagen aus dem Alltag, dann schicken Sie uns gerne diese Fotos und Videos. moinmoin@hamburg1.de, da sind wir immer gerne dankbar dafür, wenn wir sowas bekommen. So, jetzt schreibt uns hier jemand im Chat, er ist akustisch dabei oder sie. Kann man natürlich auch gut machen, denn das Ganze hat ja hier auch so ein bisschen Podcast-Charakter. Wenn man gerade keinen Bildschirm zur Verfügung hat oder eben nur hören kann, dann ist das natürlich auch eine super Idee. Also moin moin an dieser Stelle und gute Fahrt zum Beispiel, wohin auch immer. Und 8:36 Uhr.
Der dritte Stuhl steht bereit. Ich vermute mal, wir haben wieder einen Gen-Z-Talk. Weißt du was, ich habe ein neues Format erfunden. Was denn? Du gesagt hast, der dritte Stuhl. Der dritte Stuhl. Wir machen einfach eine Talkshow. Das Ding heißt der dritte Stuhl und da kommen immer Leute dazu und die interviewen wir dann. Und wir könnten auch je nach Gästeauswahl sagen, entweder mein linker Platz ist frei. Ja. Ich wünsche mir die herbei. Ja. Oder ich wünsche mir, es bleibt dabei. Ja. Wenn wir keinen Bock haben, mit ihm zu sprechen. Das ist geil. Stella, komm doch zu Stella, komm noch rein. Haben wir auch ein Opening für Stella eigentlich? Oh, ja. Wir haben ein Opening für Wollen Stella. Wollen wir das spielen? Ja. Kommt. Opening für Stella ab. Bitteschön. Du darfst schon reingehen. Wir haben heute Open Camera Day. Auch wenn es illegal war, aber jeder kifft. Ich weiß nicht, war das bei euch so oder ist das jetzt nur in unserer Generation wieder? Ich bin total schockiert. Ich habe mit Drogen noch nie in meinem Leben was zu tun gehabt. Bitte? Ich auch nicht. Ich habe mit Drogen nie. Was habe ich jetzt hier schon mal? Ich habe es glaube ich schon mal zugegeben, oder? Dass ich in 80er Jahren. Ja, ich glaube, wir müssen da mal im Archiv suchen. Vielleicht findet man da die eine oder andere Sequenz, die das vermuten lässt. Aber ich bin mir nicht sicher. Die Wahrheit ist, dass das Leben ohne Drogen möglich ist, aber sinnlos. Und jeder muss nur wählen, was für Drogen ihn bekommen und was für Drogen er nimmt. Man muss halt gucken, also es gibt ja solche Drogen und solche Drogen. Es ist nochmal ein Unterschied, ob du irgendwas Chemisches in dich reinballerst. Ja. Oder halt jetzt mal einen Joint durchziehst. Was, was war die Generation vor der Generation Z nochmal? Das sind die Millennials. Y. X und Millennials? X, Y, Z. Weil die haben ja, das, was ich nicht verstanden habe an der Love Parade-Bewegung ist, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen, von Menschen, die sie nicht richtig kennen, eine bunte Tablette kaufen, wo sie nicht wissen, was drin ist, wo sie nicht wissen, wo sie herkommen, wo es nicht mal eine Gebrauchsanweisung gibt, die einfach einwerfen und dann... Aber das, deshalb ist es so wichtig, dass Gras jetzt auch legalisiert wird, weil wenn du es vom Schwarzmarkt holst, weißt du auch nicht, ob das irgendwie mit Haarspray oder so gestreckt ist oder sonst eine Scheiße. Und ja, deshalb sagen ja auch viele Leute, wenn du schon Gras legalisierst, also es wird so oder so konsumiert, aber dann hat man wenigstens die Kontrolle darüber, ob, das irgendwie im Rahmen zu halten. Und ich will jetzt auch auf gar keinen Fall, dass chemische Drogen legalisiert werden, weil ich ganz genau weiß, was daran so schlimm ist und auch Leute kennen und bla blub. Aber man hat es halt mehr im Griff, wenn es legalisiert wird. Und das finde ich halt bei Cannabis dann schon, würde ich sagen, das Richtige. Warst du denn über Ostern irgendwie unterwegs? Ich war zu Hause. Nur zu Hause? Ich war zu Hause. Das heißt, keine Party. Keine Party. Das heißt, in der nächsten Woche, wenn du aber an diesem Wochenende rausgehen solltest, dann ist es, ich finde es total spannend zu wissen, ob jetzt hysterisch gekifft wird, weil man es ja darf. Das wird doch auch so theoretisch schon. Man muss halt immer aufpassen, oh mein Gott, da vorne sind Polizisten oder so. Aber ansonsten, also ich denke nicht, dass sich da was... Wie ist denn die Erfahrung so jetzt aus deiner Sicht in dem Umfeld, also jetzt rund um die Legalisierung? Die ganzen jungen Leute in Anführungsstrichen, die sind schon überwiegend dem positiv gegenüber eingestellt, oder? Ja, schon. Weil irgendwie, ja, die Sache mit Gras ist halt, es ist friedlich, es ist ruhig, es ist entspannt. Es ist grün. Es ist grün. Ja. Du musst vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgeben, wie wenn du feiern gehst. Ich weiß nicht, wenn man feiern geht und Alkohol trinkt, gibst du ja schon mal so 100 Euro an einem Abend aus, wenn es schlecht läuft. Und bei Gras, keine Ahnung, dann kaufst du dir ein paar Gramm für so und so viel Euro. Im Verhältnis weniger und hast dann mehr von, am nächsten Tag bist du fit. Ja, vor allem, wie viel darf man jetzt dabei haben? 25 Gramm? Und 50 zu Hause. Das ist eine ziemlich große Menge. Also immer, dann, wenn wir über dieses Thema reden, ich kriege einen totalen Vollknall, weil ich denke, wenn jemand mit gesundem Menschenverstand, mit jemandem zusammen, der wirklich Fachkenntnis hat, und zwar medizinische Fachkenntnis, und jemand von der Polizei, der sozusagen die rechtliche Fachkenntnis hat und der von der exekutiven Seite weiß, was überhaupt möglich ist. Wenn diese Menschen, diese drei Experten zusammengesessen hätten und hätten gesagt, pass auf, wir gucken uns mal an in der Welt, gibt es verschiedene Modelle, was Legalisierung von Cannabis angeht. Es gibt verschiedene Gründe, das auch zu legalisieren. Und Cannabis ist eines der, also beziehungsweise die Pflanze dahinter, der Hanf, ist eine der wertvollsten Pflanzen, die es auf der ganzen Welt gibt. Es hat medizinische, irrsinnige Vorteile, irrsinnige Kraft. Und es hat auch diesen Entspannungs-Freizeit-Appeal. So, wenn diese drei Experten sich zusammengesetzt hätten, hätten gesagt, komm, wir müssen ein Gesetz machen. Das erste Ding ist, wir müssen probieren,
dieses ganze Thema Hanf, Marihuana, Haschisch zu trennen von den anderen Drogen. Weil wenn wir das trennen und irgendwie in den Bereich Alkohol sozusagen packen, dann hat der Dealer, der mit seinem Wagen vorfährt und das ganze Sortiment dabei hat, muss dann kein Gras mehr dabei haben und kein Haschisch mehr dabei haben, sondern der hat eben noch die anderen Sachen und dann kann man den auch konzentrierter verfolgen. Erstes Ziel, kann man auf die Reihe kriegen. Zweitens, Qualität. Heute ist es so, dass, du hast es gerade erwähnt, mit Haarspray, vor allem mit Bleipulver und sowas alles gestreckt wird, damit das mehr wird. Da macht man schnell mal aus einem Kilo Gras, macht man mal 1,5 Kilo oder nicht ganz 1,2 Kilo oder sowas alles. Jeder von der Polizei kann mir das erzählen. Das ist unglaublich schädlich, gesundheitsschädlich, alles das. Auch das, klare Botschaft, da müssen wir was tun. Und drittes ist das die Frage, wie machen wir das? Also wie organisieren wir das? Wo kann man es kaufen? Gucken wir nach Amerika, gucken wir nach Holland, da gibt es Läden, wo man es kauft. Kontrollierte Qualität, Stempel drauf, Telefonnummer dabei, alles easy. Mhm. Alles das machen wir nicht. Und da wiederholen wir den gleichen Fehler, den wir gemacht haben damals bei der Autobahn-Maut. Da kommt jemand hin und für Millionen und Millionen entwickeln wirklich, sorry to say, Vollpfosten, die keine Ahnung haben vom System, entwickeln irgendwas selber, weil sie es besser wissen als der Rest der Welt, anstatt einfach zu sagen, guck mal, die Österreicher machen das, die Schweizer machen das, die Franzosen machen das, lass uns das einfach übernehmen. Links und rechts gucken und das Gute übernehmen. Ja. Aber wie gesagt, diese 25 Gramm sind viel, also da könntest du eigentlich mit so einem Toppitz-Griffierbeutel durch die Gegend rennen. Oder vielleicht, pass auf, ich habe was erfunden, weil gestern war ja die Modeexpertin da, ihr wisst natürlich beide, was eine Klatsch ist. Ja, natürlich weiß ich, was eine Klatsch ist. Natürlich. Ein Haschklatsch. Aha. Ein kleinen Gasbeutel, den man modisch dabei haben kann. Mit einer kleinen Waage. Quasi. Mit einer kleinen Waageeinheit drinnen. Da machst du nur, Polizei kommt, was haben sie da in ihrer Haschklatsch? Da machst du deine Haschklatsch auf und dann steht da drin 24,7 Gramm. Alles klar, weitergehen bitte hier, bis vielleicht nichts passiert. Vielleicht noch so einen kleinen Grinder, irgendwie so eine Mühle zum... Ein Grinder. Eine Mühle. Ein Grinder, weißt du, er kennt die Fachausdrücke. Ja, Grinder. Hast du mir erzählt. Achso. Nein, kleiner Spaß. Ja, aber ist ja alles legal. Ja. Alles legal. Alles legal. Ja. Alles legal. Nee, aber wo ich mich dann auch frage, total viele Leute zetern ja dann so, Gras soll nicht legalisiert werden. Und dann kommt es auf einmal durch und dann darf man aber sofort 25 Gramm mitnehmen. Völlig irrsinnig, völlig irrsinnig. Also nein, auf gar keinen Fall, aber wenn es legal wird, dann sofort 25 Gramm dabei. Und jetzt die Frage für die Experten. Also es ist ja seit vorgestern legal. Das heißt, ich kann jetzt hier auf der Straße, kann mir einen durchziehen. Nee, erst auch irgendwie ab 19 Uhr oder so erst. Oder mal 19 Uhr und nicht in der Nähe von Schulen. Das alle, diese ganze, alle, egal. Da gibt es, in München habe ich gesehen, gibt es eine Stadtkarte, da ist alles rot eingezeichnet, wo man nicht kiffen darf. Da gibt es dann einen Platz. Der ganze Platz ist nicht kiffend, weil er 100 Meter entfernt ist von eurem Kindergarten. Aber am Ende des Platzes, unten am Ende des Platzes, da darf man kiffen. Aha. Und jetzt ist die Polizei daran probiert, das irgendwie zu lokalisieren mit Google Maps und so. Das ist so irre. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, das, also für mich das Spannendste der ganzen Geschichte ist, dass, glaube ich, keiner von denen, die das Gesetz gemacht haben, wissen, wie man es anwendet. Also es kann ja nicht sein, weil wenn hier 25 Gramm heißt, einen Monat kiffen für einen normalen Kiffer. Mhm. Ich glaube, die Leute sind einfach total realitätsfern und sehen das dann auch noch so als richtige Droge, zumindest die Leute, die dann auch dagegen sind. Zumindest können dann nicht differenzieren zwischen Koks und so einer Scheiße und Cannabis dann. Und das wird alles... Und für die unter einen Hut zusammengesteckt. Und ich habe heute noch irgendwie was gehört, irgendwie 1920 war so ein Krisengipfel in Bezug auf Verbot von Drogen. Und so ein Typ wollte sich wichtig machen und Profit draus schlagen und hat deshalb dann auch total gegen Cannabis damals schon gezetert. Und deshalb ist das jetzt seit 100 Jahren so, dass es total in die falsche Drogenschiene... Da könnte ich mit Fachwissen glänzen. Ja, warst du damals dabei? Nee. Nein, ich war nicht dabei, aber es gab die Prohibition. Und dann wurde die Prohibition aufgehoben. Und diese ganzen Beamten, die alle hinter Alkohol her waren, hatten nichts zu tun. Deswegen hat man sich was Neues gesucht und hat einfach Cannabis genommen, was zu der Zeit im legalen Rahmen unterwegs war. Und dann haben die das alles umgeswitcht und haben sich eine Cannabis-Geschichte ausgedacht, die nichts mit der Realität zu tun hat, weil diese Pflanze ist, wie gesagt, eine der wertvollsten Nutzpflanzen der Welt. Und das ist auch von allen Ärzten, Ökologen, Biologen zweifelsfrei sozusagen. Aber nochmal die Frage an die Fachleute. Wenn ich jetzt also hier draußen auf die Straße gehe und ziehe mir einen durch, legal, nach 19 Uhr, wo kommt denn der Stoff her? Ja gut, das habe ich mich halt auch schon gefragt. Ne? Weil, also die Pflanzen, die ich angepflanzt habe am 1. April, ja, die sind ja jetzt nicht fertig. Aber was ist denn mit den Cannabis Social Clubs? Wo sind die denn? Weiß ich nicht, musst du nachgucken. Hier in Hamburg ist einer. Da kann ich jetzt, könnte ich jetzt hinfahren. Das sollten wir mal probieren, ob das geht. Ich glaube, du musst irgendwie Mitglied sein und dann kriegst du da halt bis zu 25 Gramm oder so. Okay. Ich bin gespannt, ob die Stoff da liegen haben, weil ich glaube, wo sollen sie den denn herhaben? Da müsste ja jemand im Vorfeld schon, als es illegal war, produziert haben. Ja, vielleicht sonst aus Holland irgendwie rüber. Ja.
Kurzer Blick in den Chat auf jeden Fall. Ja. Martin Stümann, moin Leute, gute Sendung. KS, guten Morgen, möchte euch sagen, dass ihr auch in der Pfalz regelmäßig geschaut werdet. Ich habe zwar keinerlei Bezug zu Hamburg, aber ich finde euch supi. Danke, vielen Dank. Grüße in die Pfalz. Falls uns da auch mehr Leute zuschauen wollen, gerne. Ja. Moin, wie immer, schöne Sendung. Ich tippe, der Sommerhit 2024 wird Wir kiffen von Stefan Raab. Das wird sein jetzt, Comeback. Ja, er kann das jetzt sein. Wieder zusammen mit dem Boxkampf, wobei da sollte man nicht bekifft antreten gegen Regina Heinrich. Nee, ich glaube, die ist auch noch fit tatsächlich. Wahrscheinlich. Genau. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen leider noch unbekifft in das nächste Thema hier einsteigen. Welches denn? Wir haben mal vor längerer Zeit über das Thema toxische Beziehungen gesprochen. Ich war ganz entsetzt, was es da alles gibt und was da Frauen und Mädchen heute machen und dass es irgendwie gut ankommt, wenn man sich als Mann scheiße verhält, weil man dann irgendwie so Red Flag spannend ist und sowas alles. Da habe ich doch gestern mit wirklichen Experten aus dem Bereich ein YouTube-Chat gemacht. Ja? Jetzt bin ich eine mal gespannt. Reaction, ne? So. Und zwar ging es um den Kollegen Mike Zies. Ich weiß nicht, ob euch der Mike Zies bekannt ist. Das ist ein Mensch, der zum Beispiel beim Sommerhaus der Stars war und seine Freundin so richtig scheiße behandelt hat. Und auch noch andere Frauen irgendwie, die sich dann gemeldet haben. Naja, dann ist der Typ so ein bisschen skandalmäßig hin und her. Jetzt ist er bei Prominent getrennt mit seiner Freundin Michelle. Und im Vorfeld hat er unglaublich viel Zauber gemacht. Er wäre schlecht dargestellt worden. Es wäre alles so immer gegen ihn und er sei Opfer und er hat keine Kohle mehr. Und dann haben sie ihm sein Geld nicht gezahlt. Und es gab einen Riesen, kann man gucken, Mike Zies, Riesending. Dann gibt es Leute, die reacten. Darauf habe ich gestern gelernt. Die haben echt richtig erfolgreiche Kanäle und reacten auf solche Sachen und beschäftigen sich mit diesen Themen. Du hast das auch gemacht gestern. Und ich habe gestern mit Frank Battermann zusammen, den wir auch schon mal hier hatten. Der Reality-Experten, der Batti, genau. Mit seiner Fernsehschatztruhe haben wir also auch reacted und haben dazu zwei Leute eingeladen. Und dann haben wir die Yvonne, die dabei war. Großartiges Mädchen, war früher mal bei, ich glaube, Köln 50 irgendwas. Ist es Yvonne Wölke? Nee. 50667. Nein, Yvonne Mu, irgendwas mit MU, so weiß ich nicht genau, wie sie heißt. Mit Nachnamen auf jeden Fall, Yvonne war da. Und dann habe ich auch gefragt, sag mal, also wenn der Typ immer wieder Frauen findet, und aber wenn doch jeder weiß, wie der ist, ne, wie kann das denn sein? Und dann sagt sie, ja. Hat sie dann aber nach einigem Hihihi, hat sie das gesagt, ja, der ist halt einfach Bombe im Bett. Da dominiert er die Frauen und ist und macht hier auf, wie heißt das? Ich habe es nie geguckt, aber wie heißt denn das mit den verbundenen Augen, Film, Kino, 3 Folgen? 50 Shades of Grey, genau. So. Und das ist er ist sozusagen, das Christian ist sein Trick. Ist ja, das ist Christian Grey. Er ist aber kein Christian Grey, muss man sagen. Aber das ist anscheinend sein Trick, da sei er sehr begabt. Und deswegen würden die Frauen sagen, Red Flag drauf geschissen, ich will mit dem ins Bett gehen. Da war ich sehr schockiert. Muss man erstmal Kontakt mit einer Person haben, um mit der ins Bett zu gehen. Und wenn er da doch scheiße ist, dann macht es schon keinen Sinn irgendwie. Ja, aber das scheinen diese Frauen anders zu sehen. Aber es gibt sehen. Ja viele, die es scheinbar anders sehen. Ja, das ist ja die also Essenz davon. Wir haben hinterher nach dem Chat, dann im inoffiziellen Teil sozusagen, habe ich noch erfahren, dass es da auch bekannt, also man, es gibt ganz viele Frauen, die bekannt sind, die mit dem Verhältnisse haben. Ich will doch nicht sein Ego füttern. Ja. Vor allem, wenn ich selbst noch eine bekannte Person bin, um einen Ruf zu verlieren. Ich verstehe es auch nicht, aber es scheint ein Riesenthema. Also dieses Kribbeln bei Red Flag-Typen. Ich meine, das ist ja, ich habe damals, glaube ich, gesagt, ne, Mick Jagger, also da gibt es ja haufenweise Frauen, die probiert haben, Mick Jagger, also die sagen, wenn ich komme, mich findet er so toll, der also wird ewig bei mir bleiben. Kein Mitleid für naive Frauen. Ihr macht das alle, ihr rutscht euch da, ihr schiebt euch da alle selbst rein. Das merke ich auch bei meinen Freundinnen. Der ist so gemein, der ghostet mich schon wieder. Ja dann, ghosten heißt für alle, die es nicht, also sich nicht mehr obwohl melden. Obwohl er am Handy ist, einfach die ganze Zeit nicht antworten und sich so rar machen und ghosten. Also, ja, ghosten. Mal, ganz kurz mal, also für die Älteren unter euch und alle in der Pfalz, in Baden-Württemberg, im Saarland, in Bayern, in, was habe ich vergessen, Hessen, NRW, Nordrhein-Westfalen. Alles. Ich sage euch mal kurz eins, also Beziehung ist eigentlich so, da sind zwei Menschen, ne? In meisten Fällen sind sie männlich und weiblich und wissen auch, dass sie männlich und weiblich sind und wollen gerne auch männlich und weiblich sein, muss man einfach mal in der heutigen Zeit muss man das sagen, und sie verkleiden sich nicht und nichts, sondern diese Menschen lernen sich also kennen und sie sagen, Mensch, wir sind irgendwie sympathisch und wir könnten vielleicht mal gucken, ob wir in eine Beziehung kommen, dann lernt man sich immer mehr kennen und dann sagt man, wir sind jetzt zusammen, dann kommt es da zum Kuss, zum Kino, zu den ganzen Geschichten und dann ist man zusammen, dann probiert man, ist jetzt, Freunde, ich muss es euch einfach so sagen, gerade für die Jüngeren nochmal, dann ist es so, dass man probiert, auf einem gewissen Level. Von der Wellenlänge. Von der Wellenlänge. Also zum Beispiel, dass man, also auf der einen Seite hat man ja diesen ganzen erotischen Abenteuer, auf der anderen Seite danach noch sprechen, ist so schlecht nicht. Also muss man, ich aus meiner Erfahrung, man kann, also es ist auch ganz wichtig, ist, dass man mit diesen Menschen auch hinterher was anfangen kann und ich denke, die blöde Bratze, was will die denn hier? Und der Trick ist an Wellenbewegungen, die gehen ja mal so, aber pendeln sich immer wieder ein. Ja. Und fließen ineinander. Ja, richtig. Und jetzt pass auf, und jetzt kommt's. Und dann gibt's Streit.
Und wisst ihr, was ist, wenn man Streit hat? Dann klärt man den. Das ist so verrückt. Aber früher hat man das so gemacht. Dann hat man sich ordentlich gestritten und da hat man das geklärt. Und dann war die Beziehung nach dem Streit eigentlich stabiler, als sie vor dem Streit war. Weißt du, was es noch gibt? Ja? Ebbe und Flut. Ebbe und Flut. Manchmal gibt es auch noch. Je nach Gewässer. Ja, ne? Alles so. Das. Alles das gibt es und es geht hin und her und rauf und runter. Aber das Wichtigste ist, dass man doch dann, wenn man sieht, man hat jemanden kennengelernt und der passt zu einem, dass man zu dem steht und gemeinsam probiert, an der Beziehung zu arbeiten und nicht alles wegzuwerfen und schon gar nicht mit dem Handy eine Nachricht zu tippen oder zu ghosten. Allein, dass das schon ghosten. So ein sexy, dass es so ein Begriff ist, der schon so sexy klingt. Was machst du hauptberuflich? Ich ghoste gerade. Ich ghoste, Digga. Ich bin ein voll guter Ghoster. Frag doch mal die Miri und die Michi und was sie wen alles. Und die alle, ja, er ghostet. Unglaublich, er ist ein richtiger Ghoster. Weißt du, was der Unterschied von einem Ghoster ist? Nee. Oder das Gegenteil davon? Nein. Der Ghostwriter. Das ist der Ghostwriter. Weil der ist ein Ghost, aber writet trotzdem aber zurück. Aber das ist der hier beim Handy, im WhatsApp. Der sitzt da drin. Das ist eine KI. Ach ja. Gut, wie viele richtig tolle Beziehungen kennst du in deinem Umfeld? Eine. Ein? Echt? Das ist wenig, oder? Ja, eine. Aber wir sind doch alle jung, ne? Wie gesagt, stimmt, du bist 20, jung. Bist du, ne? 19. Ja, aber das ganze Umfeld. 19, ja. Mit in meinem ganzen Umfeld? Familie, meinetwegen, Verwandtschaft. Ja, eine. Immerhin. Also wirklich. Ja, immerhin. Aber was soll ich sagen? Meine Eltern sind getrennt. Ah, nee, zwei. Also meine zwei. Freundin Julia hat eine echt schöne Beziehung und ihre Eltern auch. Das ist gut, das macht Hoffnung. Julia macht uns Hoffnung. Ja, Julia ist ein Vorbild. Ja. Ich habe noch eine Frage, weil wir ja auch die Gen Z-Rubrik hier haben. Da geht es ja auch viel um Jugendsprache. Ich habe letztes Mal gelernt, dass man Gras auch Bubatz nennen kann. Oder also so Joint ist ein Bubatz. Joint ist ein Bubatz, okay. Bubatz? Du hast heute zweimal ein Wort gesagt und weil du es zweimal gesagt hast, frage ich danach. Und zwar gezetert. Sagst du das einfach so, weil man es kennt oder ist das jetzt so. Jugendsprache? Nein, das sage ich einfach so. Ja. Gezetert kennen wir aus Donald Duck. Ja, jeder gezetert. Kennt das nur, weil sie es zweimal gesagt hat, dachte ich, das ist jetzt vielleicht das ist nicht Jugendsprache. Irgendwie gerade im Trend. Aber ich werde ganz oft darauf angesprochen, was ich so für Wörter benutze, auch wenn ich sage, so, ich habe getrödelt oder geschlampt. Getrödelt. Oder und es ist bummelig kurz nach 8. Bummelig, ja, weiß nicht. Also gibt es das in Nordrhein-Westfalen? Bummelig? Nein, ne? Bummelig? Ne, das heißt eher so, das heißt eher so, was sagt man denn? Was sagt man denn? Ja, arschig, trödelig. Ja. Nee, bummelig ist hier, also bummelig 8 Uhr heißt so gegen 8. Ja, nee. Bummelig 8 Uhr so. Oder bummelig 2 Stunden dauert was, dann dauert es ungefähr so 2 Stunden. Ja, nee, so sagt man das nicht. Okay, aber ich würde es schon verstehen. Ja. Also Lieblingsnorddeutsche Beleidigung ist übrigens Dösbaddel. Dösbaddel. Finde ich super. Ja, Dösbaddel. Ganz toll. Das hat meine Grundschullehrerin immer zu mir gesagt. Ja, ich bin Dösbaddel. So, dann haben wir Stefan Raab. Kennst du Stefan Raab? Ja, also der eine Typ da, ich kenne so ein Video. Ich kenne so ein Video, wo Bam Margera zu Gast war. Ja. Du kennst Bam Margera, das finde ich auch erstaunlich. Ja, ich weiß so, wen ich 10 Jahre lang verliebt war. Vielleicht in Bam Margera? Ja. Red Flag, Red Flag. Red Flag. Nein, also Bam Margera finde ich cool und deshalb kenne ich Stefan Raab, weil der wollte so Skateboard-Trick die Treppe runter machen und hat sich hingelegt. Ja. Ja. Genau, wir alle, also die wir etwas älter sind, kennen Stefan Raab gut. Und der ist ja, hat zwei wunderbare Filme gedreht, die kann ich sehr empfehlen anzugucken. Weil da kann man nämlich lernen, wie man gute PR macht. Richtig gute PR. Er hat aus dem Nichts raus, nachdem er 10 Jahre weg war, hat er ein Filmchen gemacht, wo Elton, der ist der Showpraktikant, ich war damals bei ProSieben. Ich mag Elton, der ist auf Mallorca auf die Bühne gegangen, mega Park. So. Und auf jeden Fall, der ist mit einem Ruderboot in den Schweizer Bergen zu Stefan gefahren, der auf einer Insel saß und geangelt hat. Und hat gesagt, ob er nicht wieder was machen will. Da hat er gesagt, ja, wenn ich 9 Millionen Follower habe auf Instagram, dann machen wir was. So viel wie diese Influencerin da, wie heißt sie denn? Und hat er dann innerhalb von 3 Tagen das auf 3 Millionen gebracht, von 230.000, was schon mal ganz geil ist, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Und dann kam Elton wieder und sagt, nee, haben wir nicht geschafft, hat nicht geklappt, aber steht noch was aus, nämlich Regina Halmich, du hast zweimal gegen sie geboxt, das ist ja die Frauenboxmeisterin, er hat zweimal auf die Nase bekommen. Und tatsächlich, und das war alles am 1. April, das heißt, alle haben gedacht, das ist ein Spaß, aber tatsächlich wird er am 14. September gegen Regina Halmich boxen. Und er hat auch gleichzeitig mit dem früheren Chef von ProSieben eine Produktionsfirma aufgemacht. Das heißt, wir werden das ein oder andere neue Format sicher auch bis dahin erfahren, was er machen wird. Und da kann sein, dass da jemand kommt, der uns nochmal viel Spaß bringt. Ja, aber die ganzen Lieder, kennst du die ganzen Lieder von ihm? Nee. Lieder? Maschendrahtzaun? Nein. Wir kiffen. Holen wir mal eine Pulle Bier, sonst streike ich hier. Das war auch von ihm. Holen wir mal eine Pulle Bier, sonst streike ich hier und mache nicht weiter. Genau. Und dann natürlich Öla Paloma Boys. Nee, kann ich nicht. Da musst du mal auf YouTube gehen und musst mal bei TV Total einfach mal durchgucken, was da alles passiert. Der Typ hat früher
der war die deutsche Unterhaltung. Stefan und vor Raab, allem muss einmal noch mal die Frage, ja, und vor allem war TV Total so eine Art YouTube-Vorläufer. Absolut. Weil zu meiner, ich klinge auch schon so alt, aber zu meiner Schulzeit hat jeder immer TV Total geguckt, immer. Weil das war der Rückblick auf alle Skurrilitäten und alle Trends, die es so gab. Und übrigens noch mal, welche Band hat denn wohl bei Maschendrahtzaun den Song mit ihm zusammen gemacht? Truckstop. Unsere Cowboy-Band. Unsere Cowboy-Band, die keine Country machen, aber Cowboy-Musik machen. Die kleine Cowboy-Band, die heute jeder kennt. Ja, in einem Studio in Maschen. Ja, richtig hier. Ja. Ja, wir sind also Stefan Raab-mäßig, das muss man sagen. Und das wird, ich glaube, das ist total spannend, weil dieser Boxkampf wird 7, 8, 9 Millionen Zuschauer haben, definitiv. Und er findet in Düsseldorf in der Arena statt. Die guten Plätze kosten 200 Euro, die billigen Plätze kosten im zweiten Oberrang kosten, glaube ich, 60 Euro. Das Ding wird ausverkauft sein, wenn es nicht schon ausverkauft ist. Das wird ein Riesen-Event werden. Und ich glaube, dass diese Chance in so instabilen, geistesgestörten Zeiten wieder Spaß zusammen zu haben. Und ganz ehrlich, der Typ, also die gute Nachricht ist, der hatte einen Senderchef, du wirst es nicht glauben, ne? Dieser Senderchef war einfach ein weitblickender, intellektuell freier und gebildeter Mann. Modisch interessiert. Modisch interessiert. Und der hat damals nichts weiter gesagt als mach mal, weil er nämlich erzählt hat, was er machen will. Nämlich er will sich über Menschen lustig machen, er will diese ganzen Talkdeppen, die den Talkshows rumrennen, über die will er sich lustig machen und er kann geil Musik produzieren und so. Und der hieß Boris Brandt. Und dieser Programmdirektor hieß Boris Brandt, genau. Und der hat das dann möglich gemacht. Der hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Er hat sie einfach arbeiten lassen und hat die Scheiße bezahlt und wurde dafür reich belohnt mit sensationellen Quoten. Und was da alles passiert ist, wie sich das Entertainment, also wie TV Total, hat das deutsche Entertainment im Fernsehen komplett umgedreht. Wir haben so viele Sachen gemacht, es war so anarchisch, das war so lustig, wir haben so, daran waren so komische Sachen, der Intelligenztest auf der Straße, Leute nach irgendwelchen Sachen, es gibt so Erstwiedercheck und sowas. Erstwiedercheck, großartig. Der schwächste fliegt Superbrain. Absolut, genau. Und daraus ist ja dann auch hier VOG-WM und das ist ja alles daraus entstanden. Ja, man muss ja sagen, was er angefasst hat, wurde ja immer ein großer Erfolg. Und es wäre natürlich auch wieder irgendwie typisch für Stefan Raab, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt 2015 gesagt hat, ich ziehe mich zurück, bin knapp 8, 9 Jahre lang weg. Und dann ist er auf einmal mit einem wahrscheinlich Mega-Erfolg wieder da. Also er hat auch damals in der Sendung zum Beispiel hat er gesagt, eine ESC ist immer eine peinliche Veranstaltung, das ist total scheiße, ich übernehme das Ding mal. Und er hat, also einmal hat er gewonnen, hat er nicht sogar zweimal gewonnen? Ich glaube ja. Also er hat das auch aus dem Stand raus, hat er Lena Meyer-Landrut dahin gepackt und hat gewonnen. Genau. Das war das Erste. Dann Max, Mutzke. Max Mutzke, dann hat er hier Guido Horn. Guido Horn, Guido hat euch lieb und er selbst hat mit Watte Hade Dude da, muss man sagen, auch ein Mörder-Hit gelandet. Auch der war beim ESC, insofern... Und da kann man sehen, wie er aus Kleinigkeiten irgendwas gemacht hat. Weil Watte Hade Dude da war so ein Nippel vom Bord. Und da war doch einfach nur Oma, die zu ihrem Hund gesagt hat, der irgendwas im Maul hatte. Oh, Watte Hade Dude da. Genau so. Und das war dann der Hit. Ja, also wir wollen nur sagen, wir sind hier Stefan Raab Fanclub. Ich finde ihn geil. Ich finde auch übrigens geil, wie er sich pressemäßig und sowas alles verkauft. Insofern vielen Dank für die lustige Retro-Runde. Bis zum nächsten Mal. Genau, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Generation Z am Start. Und morgen sehen wir uns wieder bei Moin Moin. Und so zwar von 8 bis 9. Macht's gut. Tschüss. Hamburg, Berlin, Pfalz. Tschüss. Pfalz. Tschüss. Pfalz. Moin Moin Hamburg. Hamburg, Stadt und Land.